Ich bin Knuckles, ein Echidna. Nenn mich einfach Knuckles. Was Eggman gesammelt hat, waren keine Stücke des Master Emeralds. Nein, es waren Chaos Emeralds. Aber warum sammelt Sonic jetzt die Stücke des Master Emeralds? Ich habe großen Respekt vor ihm. Ich glaube, er ist ein guter Typ. Aber ich muss ihn beseitigen, um den Master Emerald zu schützen. Sonic, komm und versuch's doch! Du weißt schon, dass Sonic dir Sonic Knuckles den Arsch gerettet hat und den Master Emerald zurückgeholt hat? Alles klar, Knuckles. Und damit willkommen zu Sonic Adventure DX. Ja, wir haben im letzten Part mit der Knuckles-Story angefangen und Knuckles ist zwar wieder auf Eggman reingefallen. Also nun kommt sind wir jetzt auch wieder in der Höhle. Okay, muss ich nicht verstehen. Ne? Wo ist das Kommst, was nicht gespeichert worden ist. Und ja, jetzt müssen wir zum Red Mountain, denn dort befinden sich höchstwahrscheinlich noch weitere Stücke des Master Emeralds. Und irgendwann wird wird Knuckles auch auf Sonic treffen, ne? Übrigens ist euch was aufgefallen, ne? Die haben es allen Ernstes geschafft, das Wort Echidna falsch zu schreiben. Weil die haben das irgendwie mit E-C-K geschrieben und dabei schreibt man das eigentlich nur mit einem C. Ey, ups, was mache ich denn hier bei... Was mache ich hier beim Ice Cap? Ne, da muss Knuckles nicht hin, ne? Oder? Nö, ich glaube, der geht nicht... Ne, der geht nicht zum Ice Cap. Der geht aber zum Red Mountain, ne? Und so tut da noch ein paar weitere, ne? Splitter, ne? Okay, so wollte ich das ja nicht dich machen, aber gut, geht doch. So. Jetzt können wir auch graben, ne? Habe ich ja gerade eben demonstriert. Und das werden wir auch bei der Emerald-Suche jetzt machen müssen, ne? Denn von nun an können die Emerald-Stücke auch in der Erde vergraben sein, ne? Aber der erste ist hier unten, ne? Hat er den Gegnern drin? Nö, würde ich so nicht sagen. Okay, unten wird schon schwer. Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, ich sehe ihn schon. Ey, damit! Und der dritte ist auch nicht so weit weg. Die Musik von Sonic Adventure ist generell geil und Red Mountain zählt meiner Meinung nach schon zu den besten Tracks. Das Level an sich ist das ist so eine andere Geschichte. Aber naja. Okay, hier in der Nähe ist es. Vielleicht hier in der Nähe? Nee, hier ist es auf keinen Fall. Aber ist es nicht so. Hier unten? Nee. Fehlanzeige. Hier aber. Ja, hier komme ich ihm schon näher. So. Oh, jetzt auch der zweite. Oh, da drüben. Das ist der dritte. Okay. Ey, wenn das weiter so geht, dann sind wir zwar schnell mit Red Mountain fertig. So, one to go. Ja, ach, wieder. Es wird schon schwächer. Ich muss jetzt irgendwie noch kein einziges Mal graben. Aber ich glaube, jetzt kann das sein. Hier falsche Richtung. Okay, werde ich schon zu einem Grund hochgetrieben. Ach, der hatte den. Lol, ich musste nicht einmal graben. Aber das kommt doch, keine Sorge. Jetzt muss ich es nicht und irgendwie glitscht gerade dieser Mini-Donkey Kong in mich rein. Das ist wieder Programmierarbeit vom Feinsten. Ja, und jetzt. Keine Ahnung. Wollen wir mal zu der Stelle gehen, wo Sonic eigentlich auf Knuckles getroffen hat? Also, wo Sonic Knuckles getroffen hat? Weiß nicht. Klingt, glaube ich, nach einer ganz guten Idee. Weil Knuckles ist irgendwie immer noch der Meinung, dass Sonic hinter dem Master Emerald her ist, obwohl ihm das eigentlich überhaupt nichts bringen würde. Aber naja, jetzt wird sich das sowieso gleich aufklären, ne? Ah, schau mal an, da ist er ja. Ja, deswegen wird sich jetzt geprügelt. So. Sonic zu besiegen ist aber allerdings genauso einfach wie... Aua. Wie wenn Sonic gegen Knuckles kämpfen würde. Man muss ihn einfach dreimal schlagen und dann hat sich die Sache... Aua.
Wenn der sich nicht so schnell bewegen würde, komm her. So, das war's. Oh, jeez! Oh no, the Chaos Emerald! What's he doing here? Uh-oh. That's all there is to it. You guys are too easy. That's a Chaos Emerald. First come, first serve, they say. And you serve me too well for your own good. You can't get away with this. Knuckles, did you let him trick you again? Like you weren't. Smooth move, Knucklehead. I've got four emeralds now. Here, Chaos. Come here, my friend. No problem. I'll make him eat dirt. Tja, und deswegen dürfen wir jetzt gegen Chaos 4 ein drittes Mal kämpfen, ne? Ja, das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil dieser, ja, du erlebst die Story aus verschiedenen Sichtweisen, ne? Und die Ereignisse überschlagen sich irgendwann mal oder überschneiden sich, besser gesagt. Du kämpfst auch gegen die Bosse dann viermal. Ob das jetzt so nötig war, ist die andere Frage. Oder halt in dem Fall dreimal. Ob das jetzt so nötig war, ist die andere Frage. Ehrlich gesagt wäre es sogar besser gewesen, wenn Knuckles gegen den gar nicht gekämpft hätte. Aber das soll halt quasi aussagen, Sonic, Tails und Knuckles kämpfen gegen Chaos 4 gleichzeitig. Dabei müsste jeder den einzelnen. Ach, Chaos 4, du tust mir schon irgendwie leid, dass du dreimal auf die Fresse kriegst. Und zwar immer auf genau die gleiche Weise. Ja, aber mit Tails und mit Knuckles ist der Bosskampf wirklich am einfachsten, weil die können ja noch fliegen, ja. Sonic, ja, der hat halt nur die Homing Attack. Bzw. den Jump Dash, wenn er halt keinen Gegner anvisiert. Aber dafür kann man dann Chaos 4 mit der Homing Attack auch leichter erwischen. Das ist halt dann sein Vorteil. Ach komm schon, tauch wieder auf. So. Hat noch ein Leben und dann war's das sowieso schon wieder. Also ja, dreimal hätte man diesen Bosskampf jetzt nicht recyceln müssen, ne? Vor allem, wieso ändert sich nicht damals zur Abwechslung mal irgendwas? Warum lädt er keine neuen Attacken oder so? Oder warum gestaltet man den Kampf halt nicht irgendwie anders auf jeden Charakter zugeschnitten? Warum muss es wirklich viermal das gleiche sein, ne? Naja, aber solange ich gegen den nicht dann wieder untergehe wie bei Sonic, habe ich kein Problem. Ach, dachte ich schon, ich könnte ihn jetzt treffen. Schnell weg hier. Oder schnappt ihr die... Ach komm schon, ne? Ich hatte ihn doch schon fast. Gut, dann eben nochmal. Ja, halt die Klappe, ich weiß, wie man den besiegt. Ich hab's schon zweimal davor gemacht, also von daher brauchst du mir das echt nicht mehr zu erklären. Meine, mit der Knuckles-Story kann man sowieso nicht anfangen, weil man den erst freischaltet, wenn man Chaos 4 einmal besiegt hat. Also von daher hätte sich die Erklärung auch sparen können, ne? Bei Tails macht es vielleicht noch Sinn, weil den kann man auch schon spielen. Den kann man ja schon zocken, sobald man Emerald Coast abgeschlossen hat. Aber Knuckles kann man erst spielen, wenn man halt Chaos 4 besiegt hat. Von daher wäre diese Erklärung absolut nicht nötig gewesen. Aber hey, wenigstens müssen wir später dann nicht das Minispiel mit dem Egg Carrier, und dem Tornado spielen, ne? Immerhin etwas, oder? Stimmt, ich könnte noch. Während wir das jetzt hier durchmachen, könnte ich auch noch was Interessantes zum Egg Carrier Minispiel erzählen. Ursprünglich war da auf dem Egg Carrier ein Bosskampf geplant. Gut, den hatten wir so gesehen auch bekommen, aber ein anderer, nämlich gegen eine Art Metalldrache. Der wurde aber aus technischen Gründen entfernt, beziehungsweise aus Zeitmangel. Man kann ihn zwar noch mit Cheatcodes freischalten, ich kann euch hier mal so ein Bild einblenden, wie das Ganze dann aussah. Aber der macht dann, glaube ich, nichts. Der macht dann halt nur seine Animationen und kann einen nicht angreifen oder so. Also von daher
Ah, stimmt, wenn er immer mal so leuchtet, dann teilt er sich in die Bälle auf. Stimmt, da war ja was. Und noch so eine Sache. Ja doch, die kann ich auch schon mal erzählen. Es sollte in dem Spiel ursprünglich Super Sonic geben. Oder, naja, halt. Wobei das schneide ich an einer anderen Stelle an, wenn es kommen wieder zwei Cutscenes. Erzähl mir auch mal, was Knuckles in der Zeit erlebt hat, wo Sonic und Tails den Egg Carrier verfolgt haben. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? The trolley car seems to be working. It leads to the jungle. Ach so, jetzt müssen wir in den Dschungel. Ah ja, dann weiß ich schon, was jetzt kommt. Einer der unangenehmsten Teile des Spiels. Nämlich die Suche im Dschungel nach zwei Statuen. Okay, die erste schon mal hier. Das macht's gar leichter. Ja, schnapp dir das Ding doch, Knuckles. Eine goldene Statue. Ist das ein Schlüssel? Yep, ist es. So, mit dem Ding müssen wir jetzt zum Tempel. Bisschen so zur Lost World, um genau zu sein. Ich weiß das gar nicht, wo man das hin muss. Ach ja, warte, ich glaube, das war schon. Ja, hier ist das Ding schon, ne? Und dann muss man sie wohin bringen? Wo muss ich die jetzt hinstellen? Wieso kommt Knuckles die Treppen nicht hoch? Das hat doch was mit den zwei Statuen da zu tun, oder nicht? Wo muss ich die hinstellen? Ah, hier, okay. So, goldene Statue stelle ich hin. Jetzt brauchen wir noch eine blaue. Und die ist irgendwo im Dschungel. Hurra! Die darf ich jetzt suchen, ne? Weil ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo die ist. Ihr erinnert euch noch an diesen einen Abschnitt, wo wir mit Tails waren, aber nichts anfangen konnten, weil man da graben musste. Nun, zum Glück kann Knuckles graben. So. Nee, genau das meine ich. Beziehungsweise habe ich ja gesagt, das wird ja später wichtig. Und dieses später ist genau jetzt. Hier ist nämlich die silberne Statue. Oh, ich dachte sogar, das würde länger dauern, aber nein. Es ging sogar ziemlich schnell. Und Knuckles ist sogar auch ziemlich schnell unterwegs. Na dann, aber gut, in Sonic und Knuckles, da konnte er sogar ziemlich schnell rennen für sie. Und er sogar ziemlich schnell rennen. Er ist sogar genauso schnell wie Sonic und Tails. So. Und jetzt öffnet sich hier der Eingang. Oder? Oder auch nicht. Was hat das jetzt gebracht? Ach so, jetzt geht hier runter. So, wir kommen nämlich auch in der Lost World an. Wie ist die Musik jetzt diesmal anders? Und wir machen auch nicht Sonics Abschnitt durch, sondern wir machen auch wieder. Und Knuckles bekommt einen eigenen Abschnitt hier. Es ist zwar an sich die gleiche Zone, aber sehr umdesignt, muss ich sagen. Die Plattform fürs an den Wänden laufen gibt's aber immer noch. So. Ja, ihr wisst ja, das funktioniert ja nur so semi-gut. Aber der erste Emerald. Oh, sind die alle hier oben? Ach stimmt, hier an den Wänden. Hier die Wände sind so hart, dass nicht mal Knuckles durchgraben kann. Also ist Graben hier schon mal ein No-Go.
Aber klettern kann er immerhin hier noch. Das ist das Gute. Ja, da ist er. Da, ist, da oben ist der erste Emerald. Aua. Ja, das hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber gut. Wenn ich ihn immer noch kriege. So. Ja. Die Musik ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu episch. Dafür, dass wir jetzt hier nur auf Emerald-Suche gehen. Halt, Moment. Er ist hier. Du hast ihn, oder? Ja. Wusste ich doch. Diese Chamäleon-Roboter haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, oder? Kann das sein? Zumindest wüsste ich nicht, dass wir den schon mal begegnet sind. Oh, da ist der dritte. Komm, geh da weg. Alter, war das einfach. Normalerweise hänge ich an Lost World länger, aber das war ja mal gar nichts. Naja, es soll mir recht sein. Good enough. Ja, würde ich auch sagen. Knuckles. Kommt jetzt noch eine Cutscene? Where am I? This is very strange. Tja, die nächste Reise in die Vergangenheit, nicht wahr? Und diesmal sind wir hier bei diesem Tempel. Sonic hat den schon brennen gesehen, ne? Aber jetzt scheint hier noch alles in Ordnung zu sein. Hey, Moment mal. Sind das da oben nicht die Chaos Emeralds? Und das da in der Mitte? Das ist doch der Master Emerald. Kann das sein? Was macht der hier? I beg of you, hear me now. My father is coming here soon. And I fear what may happen. You must take everyone away from here. Oh, please. Are you saying you can't leave this place? I understand. Let me talk to my father again. There must be a better way to do this. Don't worry, my friends. I won't let you down. I must do something quickly. Beginning to blow my mind. Wait a minute, I remember. The broken pieces of the Master Emerald. I have to restore them to where they belong. Incomplete. I need to find the remaining pieces, wherever they are. Hey. Look. It's Eggman's flying fortress. That's where the rest of the pieces must be. I don't know where that ship is. Hey, isn't that one of Eggman's robots? I know. I'll follow it back to Eggman's base. Here I come, Eggman. Ja, sie kann ruhig nochmal mit ihrem Vater reden, das hat ja beim letzten Mal so gut funktioniert. Aber zwei Fragen habe ich jetzt. Erstens, wieso ist Knuckles jetzt wieder beim Master Emerald, beziehungsweise beim Altar? Zweitens, wenn der Master Emerald zeigt, wo die restlichen Splitter sind, wieso hat Knuckles den nicht von Anfang an schon benutzt?
dann wäre uns einiges erspart geblieben, aber gut. Und die dritte Frage ist, wie kommen wir zum Egg Carrier, wenn er immer noch mitten in der Luft fliegt? Und was bringt es uns jetzt, zu Eggmans Basis zu gehen? Der wird da wahrscheinlich sowieso nicht sein, ne? So, eine Knuckles Schlussfolgerung hätte ich jetzt alles auch gerne. Naja, gehen wir zur Basis. Wir wissen ja, wo sie ist. Hier da hinten, ne? So, die Leute sind ja auch noch so wunderschön und ist überhaupt nicht auffällig. Dass die außer uns bisher noch niemand entdeckt hat. Na dann. Folgen wir mal dem guten Gamma. Just what I thought. Time to make a house call. Moment mal, ihr wollt mir jetzt erzählen, dass der Egg Carrier jetzt die ganze Zeit unten auf Eggmans Basis war? Oh, sorry, ich meine natürlich den Egg Carrier. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass der die ganze Zeit in der Basis war, während Sonic und so unten waren? Alles klar, das macht absolut überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Im nächsten Part gibt es dann vermutlich schon das Finale der Knuckles-Story. Ja doch, wenn alles gut läuft, dann gibt es im nächsten Part das Finale der Knuckles-Story. Daumen hoch, wenn es euch bis hierher gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tag Leute, willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.